viele Menschen versichern ja glaubhaft, dass sie gar nicht so viel essen, aber trotzdem immer wieder zunehmen. Und das kann eben tatsächlich daran liegen, dass diese Bakterien im Darm selbst unverdauliche Ballaststoffe noch in Energie umsetzen können. Und diese Energie wird uns dann eben über den Darm zugeführt und schlägt sich auf Bauch und Hüften als Fettgewebe nieder. Auch ein Nachtlicht, eine Standby-Schaltung einer Mehrfachsteckdose und so weiter, also jegliche Lichtquelle, verdoppelt oder verdreifacht das Risiko für Gewichtsprobleme. Also alleine eine Ernährungsumstellung plus Ausgleich eines Risikofaktors für Gewichtsprobleme hat dazu geführt, dass man mit einer gesünderen Ernährung ohne Verzicht, ohne Diät tatsächlich abgenommen hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und schön, dass du hier wieder mit dabei bist. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht und du heute auch Lust auf dieses wahnsinnig spannende Podcast-Interview hast, das ich geführt habe mit der lieben Professorin Dr. Michaela Axt-Gadermann. Vielleicht kennst du sie. Sie hat zahlreiche Bücher und Bestseller geschrieben. Schlank mit Darm ist das eine Stichwort. Sie hat aber auch aktuell ein ganz neues Buch, was dieses Jahr auf den Büchermarkt erschienen ist, und zwar ist es der Abnehmkompass. Denn Abnehmen, sagt sie, ist eine Wissenschaft für sich, und sie ist absolute Expertin darin und verrät dir vor allen Dingen, was das wiederum mit deinem Mikrobiom zu tun hat. Also ich fand dieses Interview wahnsinnig inspirierend. Wenn du vielleicht schon mal an einem Punkt in deinem Leben standst, wo du gerne das ein oder andere Kilo abnehmen wolltest, aber dich immer wieder gefragt hast, warum das nicht klappt oder warum du vielleicht auch dank des bekannten nervigen Jojo-Effekts das gleich wieder auf den Hüften drauf hattest, dann solltest du hier auf jeden Fall ganz aufmerksam zuhören. Sie teilt ihre besten Erfahrungen aus der Wissenschaft und natürlich auch Tipps mit uns, was wir im Alltag tun können, um ja diese Dinge zu verhindern und vor allen Dingen, was da auch wirklich mit Hauptaugenmerk dein Mikrobiom damit zu tun hat. Lass dich von dem Interview auf jeden Fall inspirieren. Ich bin mir ganz sicher, dass du das ein oder andere für dich da mitnimmst und würde sagen, wir starten gleich sofort los in die Folge. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dir noch eine Sache erzählen. Ich arbeite seit so vielen Monaten schon an einem absoluten Herzensprojekt für dich. Es ist der Naturally Good Summit, der Health and Beauty Summit. An dem Event 5. November, solltest du dir ganz fett in deinem Kalender anstreichen, wird es in Düsseldorf das holistische Event zum Thema Health and Beauty sein, mit Top-Speakerinnen und Experten zum Thema holistische Gesundheit, Health and Beauty. Unter anderem wird hier auch die tolle Dr. Axt-Gadermann mit an Bord sein und uns eben da nochmal aus erster Hand direkt was über das Mikrobiom im Vortrag verraten. Aber darüber hinaus gibt es so viele tolle Vorträge, es gibt Panel-Talks, es gibt Masterclasses, es gibt Workshops, und den Link zu dem Event findest du hier in den Shownotes. Die Tickets sind wirklich total begrenzt auf ein bestimmtes Kontingent. Also wenn du sehr gerne dabei sein möchtest, dann sei schnell, schnapp dir ein Ticket, dann sehen wir uns, gehen in den Austausch. Auch ich werde dort Vorträge halten und auch Workshops geben. Also wenn dich das Thema auch interessiert, dann komm unbedingt zu dem Event dazu. Das ist dein Date hier zum Thema holistische Gesundheit, Ernährung und Beauty. So, jetzt würde ich aber sagen, starten wir los in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Axt-Gadermann. Hallo, liebe Michaela. Ich freue mich sehr, dass du hier schon das zweite Mal Gast in meinem Podcast bist. Und zwar beschäftigst du dich ja rund um das Thema Gesundheitsförderung. Du bist da auch an der Hochschule oder die Uni in Coburg, ne, als Professorin tätig. Hochschule, habe ich doch richtig. Genau, ja. Genau. Als Professorin, und wir haben uns auch schon auf einer Messe, auf der Beauty-Messe, persönlich kennengelernt vor ein paar Monaten. Genau. Letztes Jahr warst du schon mal, oder vor 2 Jahren in meinem Podcast auch. Beschäftigst dich vor allen Dingen auch ganz, ganz intensiv mit dem Thema Mikrobiom. Mhm. Und hast dazu mehrere Bücher geschrieben, also bist auch Autorin, auch Bestseller, und die mit Sicherheit auch ganz viele
Hörerinnen und Hörer hier des Podcasts schon kennen, weil das einfach so ein hochbrisantes Thema ist. Und ich freue mich heute sehr, mit dir über dein aktuellstes Buch zu sprechen, der Abnehmkompass. Und möchte ich ganz herzlich hier im Podcast begrüßen und bin schon sehr gespannt, welche Tipps und Tricks du uns hier verrätst, um quasi abzunehmen oder unser Gewicht auch zu regulieren. Denn es geht ja bei dir vor allen Dingen darum, Diäthürden zu überwinden. Ja, spannendes Thema. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich wieder mal dabei sein darf und freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, wie bist du zu dem Buch gekommen? Also wie kam das Thema für dich auf? Du hast ja mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch Schlank mit Darm. Das war ja auch so eines der, also sind alle super gut eingeschlagen, aber ich glaube, das war so mit der Bestseller auch nochmal. Und wie bist du jetzt zu diesem Thema gekommen? War das schon immer so ein Thema, was dich persönlich vielleicht auch interessiert hat? Oder weißt du einfach aus der Gesellschaft, das Thema Abnehmen ist ja was natürlich in aller Munde ist und für ganz viele Menschen auch präsent. Und wir sprechen mit Sicherheit gleich auch mal so über das Thema, warum es dann eben ganz oft nicht gelingt oder wo da eben so die Hürden sind. Und wie war so deine Herangehensweise? War das ist es ein Thema, was dich auch sehr umreißt in deiner Arbeit vielleicht auch? Natürlich. Ich bin ja auch Ernährungsmedizinerin und unterrichte Ernährung auch an der Hochschule neben anderen Fächern. Und da ist natürlich das Thema Gewicht, Übergewicht und so weiter immer ein Thema. Durch Corona ist das nochmal für viele Menschen noch brisanter geworden, weil dadurch die Anzahl der Menschen, die Gewichtsprobleme haben, noch weiter gestiegen sind. Und wir wissen, dass Diäten eben nur in 1 bis maximal 3% langfristig erfolgreich sind. Das heißt, wenn sich 100 Menschen mit einer Diät befassen, viele Wochen ihre Ernährung ändern, umstellen und dann wieder zu ihrer normalen Ernährung zurückkommen, vielleicht sogar auch sich ein bisschen gesünder anschließend ernähren, dann schaffen es von diesen 100 Menschen nur 1 bis 3 Personen, dieses neue Gewicht auch längerfristig zu halten. Mhm. Und das zeigt, dass mit vielen Diäten etwas nicht stimmt. Also es reicht nicht, nur weniger Kalorien zu essen, sondern man sollte eben die Faktoren, die das Gewicht, die individuellen Faktoren, die vielleicht zu Übergewicht führen, die sollte man berücksichtigen. Das ist nicht immer zu viel Essen, sondern es können Entzündungen und Schilddrüsenhormonstörungen und so weiter sein. Also da gibt es eine ganze Reihe und diesen verschiedenen Gründen bin ich nachgegangen in dem Buch Der Abnehmkompass. Mhm. Und warum funktionieren Diäten nicht? Jetzt hast du ja schon gesagt, 1 bis 3% können das Gewicht halten. Mhm. Hast du da vielleicht so ein paar Gründe, wo du sagst, davon bist du zu 100% überzeugt, weshalb Diäten nicht funktionieren? Oder? Ja, weil eben die Ursachen möglicherweise für Übergewicht nicht beseitigt werden. Also es gibt natürlich Menschen, die sich völlig ungesund ernähren, die sich nicht bewegen. Da ist natürlich der Hauptfaktor der Lebensstil. Mhm. Aber nehmen wir nur mal ein bekanntes Beispiel, Schilddrüsenunterfunktion. Ja, die Schilddrüse ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Und wenn das nicht funktioniert, dann verbrennen wir viel zu wenig Kalorien oder weniger Kalorien. Und wenn ich diese Schilddrüsenunterfunktion nicht parallel behandle, vielleicht ist sie mir auch gar nicht bewusst am Anfang einer Schilddrüsenfunktionsstörung, merken das viele ja noch gar nicht, dann fällt es mir zum einen unheimlich schwer abzunehmen. Aber zum anderen, wenn ich wieder mich normal ernähre, ist an dieser Schilddrüsenfunktionsstörung ja nichts passiert. Das heißt, ich habe wieder mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Ich verbrenne viel zu wenig Kalorien. Oder auch das Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, das Mikrobiom. Wenn wir ein Mikrobiom, also eine Darmflora haben, die viele Kalorien aus dem Essen zieht, und das liegt so im Bereich von 150 bis 200 Kalorien pro Tag, die eine zu Übergewicht neigende Darmflora mehr aus dem Essen zieht als eine schlanke Darmflora, dann summiert sich dieses Plus an Kalorien über ein Jahr auf 10 Kilo. Wenn ich jetzt eine Diät mache und abnehme, dann habe ich ja damit noch nichts an dem Mikrobiom geändert. Das heißt, sobald ich meine Diätbemühungen beende,
dann arbeitet wieder dieses Mikrobiom gegen mich, indem es eben wieder anschließend mich zu einem guten Futterverwerter macht und wieder dazu führt, dass ich neue Pfunde aufbaue. Und deshalb ist meine Meinung, dass man, oder gibt natürlich viele wissenschaftliche Studien dazu auch, wir haben auch Studien dazu durchgeführt, es ist wichtig, solche individuellen Faktoren vor oder während einer Diät mit anzugehen, um dann eben langfristig Erfolge zu haben. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn das, also quasi aus dem Darm die Kalorien, also das Mikrobiom aus dem Darm die Kalorien zieht. Was meinst du damit genau? Ich glaube, manche können sich das gar nicht so vorstellen. Und genau, dass du das vielleicht nochmal ganz kurz erklärst. Genau, also in unserem Darm leben 100 Billionen Bakterien. Und diese Bakterien bezeichnet man als Mikrobiom. Früher hat man Darmflora dazu gesagt. Diese Bakterien, die sind für ganz, ganz vieles verantwortlich, unter anderem auch dafür, wie gut wir unser Essen verwerten. Mhm. Und ein Mikrobiom, das Essen gut verwertet, das war natürlich in früheren Zeiten von Vorteil. Das hat uns geholfen, über Hungersnöte und Missernten hinwegzukommen und zu überleben. Aber wenn wir heute eben ein Mikrobiom haben, das sehr viele Kalorien aus wenig Essen zieht, dann werden wir zu sogenannten guten Futterverwertern. Das heißt, das sind ja Menschen, die man manchmal auch so ein bisschen belächelt, dass man sagt, naja, du naschst zwischendurch und das registrierst du gar nicht. Aber viele Menschen versichern ja glaubhaft, dass sie gar nicht so viel essen, aber trotzdem immer wieder zunehmen. Und das kann eben tatsächlich daran liegen, dass diese Bakterien im Darm selbst unverdauliche Ballaststoffe noch in Energie umsetzen können. Und diese Energie wird uns dann eben über den Darm zugeführt und schlägt sich auf Bauch und Hüften als Fettgewebe nieder. Unverdauliche Ballaststoffe zur Energiegewinnung wieder verwerten. Jetzt ist die Frage, das will natürlich wahrscheinlich wirklich jeder wissen, was kann ich da tun, damit das eben nicht passiert? Also du schreibst ja natürlich auch nochmal in deinem Buch, was ich hier auch jedem empfehlen kann. Ich habe es hier nämlich auch vorliegen. Da packen wir natürlich auch die Links in die Shownotes zum Buch. Da könnt ihr nämlich nochmal alles ganz genau nachlesen. Aber vielleicht kannst du uns nochmal kurz hier abholen und sagen, was können wir dagegen tun? Weil, so wie du gerade schon gesagt hast, man hat ja ganz oft Menschen auch aus dem Umfeld oder auch aus seiner Arbeit, auch ich kenne das, ganz viele Menschen, die dir wirklich haargenau sagen, sie ernähren sich vielleicht sogar relativ gesund, ne, und essen auch gar nicht so viel und nehmen trotzdem nicht ab, beziehungsweise manchmal sogar noch zu. So. Mhm. Und ja, wo ist da der Haken? Genau. Also wenn es gibt viele Faktoren, die aus einem gesunden, normalen, schlanken Mikrobiom ein Mikrobiom machen können, das zu Übergewicht neigt. Das sind zum einen Antibiotika. Es gibt viele Studien, die zeigen, wenn ich längere Zeit Antibiotika nehmen musste oder auch öfter Antibiotika genommen habe in der Vergangenheit, das kann 1, 2, 3 Jahre schon zurückliegen, dann steigt in der Folgezeit das Risiko für Gewichtsprobleme. Das passiert aber nicht sofort, sondern mit einer Verzögerung von einem halben bis einem Jahr. Das heißt, erst verändern diese Antibiotika die Bakterien im Darm, töten vielleicht wichtige Bakterien ab und dann zieht das Mikrobiom mehr Kalorien aus der Nahrung. Man weiß das von Kindern, also Kinder, die in ihrer jungen Jugend viele Antibiotika nehmen mussten, die haben ein höheres Risiko, mit Gewichtsproblemen eingeschult zu werden. Das gilt aber auch für Erwachsene. Das trifft also auf alle zu. Je länger ich ein Antibiotikum nehmen musste, je stärker das war, desto größer ist das Risiko. Weitere Faktoren sind zum Beispiel Süßstoffe, die unser Mikrobiom verändern. Also gerade etwas, was vielleicht Menschen mit Gewichtsproblemen gerne zu sich nehmen, weil sie denken, da schmeckt es doch ein bisschen süß und ich nehme keine Kalorien zu mir. Aber viele dieser Süßstoffe, Sucralose, Aspartam zum Beispiel, die verändern unser Mikrobiom so, dass es mehr Kohlenhydrate aus dem Essen zieht.
weniger belastend oder weniger verändernd für das Mikrobiom scheint allerdings Stevia zu sein. Da gibt es Studien, dass das also das Mikrobiom scheinbar nicht so stark verändert. Also ein bisschen auf jeden Fall, wenn man das nehmen möchte, umsteigen, am besten aber ohne diese Süßstoffe leben. Mhm. Und wenn das Mikrobiom von Menschen mit Übergewicht unterscheidet sich von dem von schlanken Menschen. Es fehlt also an Vielfalt, bestimmte Stämme sind zu viel vorhanden im Darm, andere zu wenig. Und es gibt Studien, wie man das auch so ein bisschen verändern kann. Wir haben selber Studien durchgeführt. Man kann das natürlich durch eine Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse, mit Polyphenolen, also mit Stoffen aus dunklen Beeren, dunklem Gemüse, das ist gut für das Mikrobiom. Es gibt aber auch bestimmte probiotische Bakterien, die wir zu uns nehmen können in Form von Präparaten, die dieses Mikrobiom umprogrammieren können. Und da haben wir tatsächlich Studien durchgeführt, dass Stämme wie, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, die kann man sich vielleicht so nicht merken, aber man kann das auf jeden Fall im Buch nachlesen, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus oder verschiedene Bifidobakterien, die scheinen unser Mikrobiom in eine schlanke Richtung zu befördern. In Studien haben wir festgestellt, dass die Wirkung aber erst nach 2-3 Monaten einsetzt. Das heißt, man braucht etwas Geduld, um über das Mikrobiom abzunehmen. Es gibt aber auch, und da sollte man deshalb auf Packungen draufschauen, wenn man sich in der Apotheke etwas holt, es gibt andere Bakterien, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, die sowohl im Tierversuch als auch beim Menschen zu Gewichtszunahme geführt haben. Es ist also wichtig, dass ich mir aus dieser Vielzahl an probiotischen Präparaten tatsächlich solche raussuche, die auch mein Mikrobiom in die richtige Richtung befördern. Ja, das ist auf jeden Fall hochspannend und natürlich auch total komplex, wie ich finde. Mhm. Die Frage ist jetzt, wenn ich wirklich jetzt abnehmen möchte, was sind so deine Ratschläge? Werde ich oder sollte ich da erstmal eine Mikrobiomanalyse vielleicht sogar machen, um dann als Beispiel neben der anderen Faktoren, auf die wir ja gleich auch nochmal zu sprechen kommen, zu checken, wie ist mein Darmbakterienmilieu, wo kann ich vielleicht irgendwo auch ansetzen oder was sind da so aus deiner Praxis und aus deiner Arbeit her deine Erfahrung, was rätst du da deinen Ja, eine Mikrobiomanalyse kann hilfreich sein. Da wird auch oft ein sogenannter Übergewichtsindex, der nennt sich dann Firmicutes Bacteroidetes Index, ausgeworfen. Also wenn der zu hoch ist, dann spricht das dafür, dass das Mikrobiom tatsächlich verantwortlich ist oder zumindest teilverantwortlich ist für Gewichtsprobleme. Mhm. Wichtig ist natürlich, dass ich eine Analyse machen lasse, die ich irgendwo dann auch verstehe. Also ich muss entweder einen Therapeuten haben, der mir die Ergebnisse gut erklären kann. Oder ich muss eine Analyse durchführen lassen, bei der die Ergebnisse schon allgemein verständlich verfasst sind und nicht im Ärztejargon. Und tatsächlich ist das häufiger bei Mikrobiomanalyse-Testkits der Fall, die man im Internet bestellt. Mhm. Die werden übrigens in den gleichen Laboren ausgewertet wie Analysen, die ich beim Arzt machen lasse. Also ist kein Unterschied in der Analytik. Und da wissen natürlich die Hersteller, dass sich die Ergebnisse an Laien wenden und die versuchen dann oft eben die Texte etwas verständlicher zu verfassen. Mhm. Du hast wahrscheinlich da auch Anbieter, mit denen du dann zusammenarbeitest oder ist das jetzt gar nicht so deine Baustelle dann? Jetzt nochmal, ohne dass gesendet wird, ja. Also ich habe auch Texte geschrieben für For You, für den Test. Mhm. Aber ich selbst darf nicht werben. Also wenn du es verlinken möchtest, freue ich mich natürlich. Mhm. Aber ich würde jetzt hier kein Präparat erwähnen wollen. Mhm. Okay, alles klar. Mhm. Ja, und alle, die da noch tiefer einsteigen möchten, da packen wir einfach mal einen Link mit in die Shownotes, Stichwort Mikrobiomanalyse, Darmanalyse, wo man da noch weitere Informationen dann auch dazu findet. Genau, jetzt hast du vorhin schon auch die Schilddrüse angesprochen. Also es ist ja nicht nur der Darm, auf dem natürlich super viel aufbaut, unser Immunsystem, der auch für die Gewichtsregulation verantwortlich ist und so weiter. Aber es ist ja nicht nur der Darm, sondern vor allen Dingen auch unsere Hormone. Das ist auch ein größeres Kapitel in deinem Buch, die Hormonbalance. Mhm. Und du hast gerade auch schon die Schilddrüse angesprochen. Auch ein
spannendes Thema, weil auch da, glaube ich, werden sich jetzt vielleicht ganz viele Menschen wiedererkennen und sagen, stimmt, könnte vielleicht sein. Und auch das ist es wirklich so was, was du in deiner Arbeit dann auch empfiehlst, zu kontrollieren auf jeden Fall, die Schilddrüse. Und dann auch, was können wir generell da auch nochmal so für unsere Hormonbalance tun? Können wir da auch auf natürlichem Wege ganz viel tun oder müssen wir auf jeden Fall über die Labordiagnostik da mal den Check machen? Ja, gerade bei der Schilddrüse empfiehlt es sich natürlich, wenn ich abnehmen möchte und noch vielleicht noch gar keine, das noch nie habe überprüfen lassen, beim Arzt mal den sogenannten TSH-Wert überprüfen zu lassen. Das wird in der Regel auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, diese Untersuchung. Und wenn der sehr hoch ist, dann spricht das dafür, dass die Schilddrüse nicht optimal arbeitet. Und je nachdem, wie stark die Veränderung ist, werde ich vielleicht dann Schilddrüsenhormone nehmen. Bei Autoimmunerkrankungen baut sich eben manchmal die Schilddrüse so weit ab, dass sie selber gar nicht mehr diese Hormone produzieren kann. Und dann ist es für meine Fitness und auch für den Stoffwechsel wichtig und gut, Hormone zu nehmen. Manchmal kann aber auch die Arbeit der Schilddrüse beeinflusst werden durch einen Mangel an bestimmten Vitaminen oder Spurenelementen. Zum Beispiel ein Selenmangel kann dazu führen, dass die Schilddrüse schlechter arbeitet. Das Spurenelement Selen ist notwendig, um Schilddrüsenhormone aus der Speicherform in die aktive, also in die wirksame Form umzuwandeln. Und bei einem Selenmangel, der ist relativ weit verbreitet in Deutschland, kann das eben nicht optimal funktionieren. Deshalb Selen vielleicht auch substituieren, vielleicht vorher auch den Spiegel bestimmen lassen und vielleicht auch noch Eisen um eben da, und Zink, um eben da alle Faktoren abzudecken. Mhm. Aber natürlich, wie du schon gesagt hast, gibt es noch andere Hormone, die auch zu Übergewicht führen können. Also eine Imbalance von Hormonen, die ist bei vielen Menschen für Gewichtsprobleme verantwortlich, sei es in den Wechseljahren, sei es in der Pubertät oder auch einfach, weil das Fettgewebe bestimmte Hormone bildet, die das Übergewicht, die uns in einen Teufelskreis bringen, weil die Übergewicht noch weiter fördern können. Also generell da auch, wenn ich jetzt wirklich aktiv abnehmen möchte, sich wirklich mal durchchecken lassen, Hormone bestimmen lassen. Wäre das so auch so eine Empfehlung von dir? Das kann man natürlich machen, ist eine relativ teure Untersuchung. In der Regel wird auch nicht immer von der Krankenkasse bezahlt. Man sollte einfach mal überprüfen, welche Hormone könnten denn so gefühlt oder von meinem Alter her Probleme machen oder von den Medikamenten, die ich nehme. Also Frauen in den Wechseljahren, die an Gewicht zunehmen, bei denen ist nicht unbedingt notwendig, dass die eine Hormonanalyse machen lassen, weil in der Regel die Hormone sowieso sehr niedrig sind, also Östrogene niedrig sind, Progesteron niedrig sind. Und dadurch kommt es zu einem Ungleichgewicht und zu einer Änderung auch der Fettverteilung. Also wenn wir hohe Östrogenspiegel haben, wie wir sie in jungen und mittleren Lebensalter haben, dann fördern diese Östrogene tatsächlich auch manchmal Gewichtsprobleme, wenn die Werte sehr hoch sind. Und dann lagert sich das Fettgewebe vor allem an der Hüfte oder an den Oberschenkeln ab. Und in den Wechseljahren verändert sich diese Zusammensetzung. Das heißt, da werden die Beine häufig wieder etwas dünner und die Hüfte. Aber ich bekomme dann Rettungsringe am Bauch. Also dann lagert sich das Fett eher am Bauch ab. Das kann dann sein, dass so ein Ungleichgewicht zwischen den männlichen Hormonen und den weiblichen Hormonen bestehen. Und da kann man sich tatsächlich dann mal vom Frauenarzt oder Frauenärztin beraten lassen. Ja, und ansonsten, klar, Hormone ist natürlich auch was, was man über einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil natürlich auch in Balance bringen kann. Ne? Also über ausreichende Ruhephasen, Stressreduktion und so weiter. Natürlich ausgewogene Ernährung, Bewegung und so weiter. Und, ja, genau, das hat natürlich auch ganz viel, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, ja. Auch Cortisol, wie du schon erwähnt hast, ist natürlich auch ein Hormon, Stresshormon, das zur das Gewichtszunahmen fördert, weil es Wasser einlagert, weil es mehr Appetit macht,
weil wir natürlich in Stress sowieso anders essen als in ruhigen Phasen. Auch da gilt es eben, zum Beispiel durch Phytotherapeutika so ein bisschen uns ausgeglichener zu machen, also durch Baldrian, Johanniskraut oder andere Lavendel. Ja, es gibt verschiedene Pflanzen, die da wirken können. Also man kann, wie du schon sagtest, natürlich auf verschiedene Weise, auf natürliche Weise auch Hormone beeinflussen. Nicht immer funktioniert das aber ausreichend. Das kommt eben darauf an, wie stark eine solche Störung dann vorliegt und auch wie stark sie mich belastet. Ja, und jetzt hast du gerade schon davon gesprochen, in Stresssituationen essen wir anders und dadurch wird natürlich dann auch noch mal mehr Fett im schlimmsten Fall eingelagert. Und warum ist das so? Vielleicht kannst du das mal auflösen, warum ausgerechnet, ich glaube, das kennt jeder, warum wir in Stresssituationen dann vor allen Dingen auch oftmals diese Lust auf Süßes oder irgendwie dieses schnell verfügbare Essen haben und wie sich das wiederum auf unsere Fettzellen dann auch auswirkt. Ja, das stimmt. Stress macht uns zu einem, verändert unser Essverhalten, weil wir instinktiv wissen, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die uns beruhigen. Das weiß man schon aus Untersuchungen an kleinen Kindern. Wenn Babys geimpft werden und die bekommen so ein bisschen Zuckerlösung in den Mund, dann schreien die weniger, dann sind die ruhiger, dann sind die nicht so gestresst. Und das ist natürlich etwas, das funktioniert bei kleinen Säuglingen, das funktioniert aber auch bei Erwachsenen genauso gut. Es gibt da auch Studien, die eben zeigen, wenn ich in Prüfungen, die mich stressen, Schokolade esse, dann steigt der Cortisolspiegel zum Beispiel nicht so hoch. Mhm. Oder wenn ich traurige Filme anschaue, also dazu gibt es auch Studien, und ich esse etwas Fettes, Chips oder auch eben Schokolade, dann empfinde ich die Filme gar nicht so ganz traurig wie diejenigen, die nur ein Wasser trinken durften. Also wir wissen, dass Essen unserer Psyche oft gut tut und in Notfällen uns beruhigt. Aber das ist natürlich fatal, wenn wir unter Dauerstress leiden und dann ständig uns mit solchen Mitteln beruhigen müssen. Und viele Menschen, die zu Übergewicht neigen, die sind auch sogenannte emotionale Esser. Das heißt, die essen, wenn sie Emotionen haben, häufig bei negativen und schlechten Emotionen, dann verstärkt, dann geht ihnen die Kontrolle über das Essen verloren. Aber die essen auch gerne mehr, wenn sie sich freuen, wenn es ihnen gut geht. Also da gibt es eben wenig Phasen, in denen sie jetzt normal essen, weil eben die Emotionen ihr Essverhalten verändern. Und da ist natürlich Entspannungstraining, Stressmanagement, das sind natürlich so die Empfehlungen, die wir in der Regel geben. Aber jeder weiß aus Erfahrung, dass das, wenn wir wirklich furchtbar gestresst sind, dass es nicht immer augenblicklich wirkt, dass wir versuchen, mit bestimmten Verfahren und Atemtechniken wirklich den ganzen Ärger und wegzustressen. Und dann greifen wir eben zur Schokolade. Und ein Versuch wert ist es sicher, wenn wir wissen, es kommt in 2 Wochen wieder eine stressige Phase, dass wir uns mit pflanzlichen Mitteln so ein bisschen ein dickes Fell zulegen, dass wir halt zum Beispiel Baldrian nehmen oder Hopfen, was uns besser schlafen lässt. Schlaf ist ja auch ganz wichtig, um das Gewicht zu halten und zu erreichen. Vielleicht, wenn wir eher zu Depressionen neigen, dann kann Johanniskraut sinnvoll sein. Oder Lavendel funktioniert ganz gut. Also dass man da, anstatt zu essen, die Psyche auf andere Weise so ein bisschen beruhigt und runterfährt. Mhm. Gerade hast du es schon angesprochen, der Schlaf. Weil auch da rede ich ganz oft von, dass es einfach unglaublich wichtig ist, dass man schaut, dass man so sein Stressmanagement und vor allen Dingen aber auch diese Schlafenszeiten, dass man dem Körper halt einfach auch diese Ruhephasen gibt, weil ja auch in der Nacht ganz viel passiert, vor allen Dingen auch in Richtung Gewicht. Magst du da nochmal drauf eingehen? Genau, also es gibt da auch wieder interessante Studien, die zeigen, wenn ich wenig schlafe, also in den Studien hat man die Probanden dann so 5, 5,5 Stunden schlafen lassen, dann esse ich am nächsten Tag mehr, weil dann der Spiegel des Sättigungshormons niedriger und der Spiegel der Appetithormone höher ist.
Und die Probanden, die haben im Schnitt 550 Kalorien zusätzlich gegessen. Also das ist ein großer Burger oder ein großes Stück Torte, was sie zusätzlich gegessen haben. Und wenn ich also viele Nächte schlecht schlafe, dann zeigt sich das irgendwann auch auf der Waage. Also guter Schlaf ist wichtig. Leider schlafen halt gerade auch viele Frauen in den Wechseljahren nicht so gut, auch durch die hormonellen Veränderungen. Da muss man dann eben überlegen, wie man den Schlaf fördert. Da können wieder pflanzliche Mittel, vielleicht auch Melatonin eine Rolle spielen oder Tryptophan als Nahrungsergänzungsmittel. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten, um den Schlaf zu verbessern. Natürlich aber auch ein ganz normales Schlafmanagement, weil nämlich Helligkeit im Schlafzimmer nicht nur den Schlaf beeinflusst, sondern tatsächlich nachweislich das Risiko für Gewichtsprobleme deutlich erhöht. Optimal, um abzunehmen, ist ein ganz dunkles Schlafzimmer. Das heißt, kein Licht von außen, von der Straßenlaterne, also blickdichte oder lichtdichte Vorhänge oder Rollläden. Und möglichst auch keine Lichtquelle im Zimmer. Die ist nämlich sogar noch schlimmer. Mhm. Der eingeschaltete Radiowecker am Kopfende ist ein Risikofaktor für Gewichtsprobleme. Auch ein Nachtlicht, eine Standby-Schaltung einer Mehrfachsteckdose und so weiter, also jegliche Lichtquelle, verdoppelt oder verdreifacht das Risiko für Gewichtsprobleme. Mhm. Interessant. Also Wahnsinn. Das habe ich jetzt auch noch gar nicht gewusst. Also was man alles beachten kann oder worauf es halt auch Einfluss nehmen kann, ne? Ja, das ist eben auch eine ganz einfache Maßnahme, die ich, bevor ich mit einer Diät beginne, machen kann. Ja, ich schaue mal, wie sieht es denn im Schlafzimmer aus? Stelle vielleicht irgendetwas um, ändere vielleicht die Vorhänge, was auch immer. Und wenn ich das nämlich nicht mache, das ist auch so ein Faktor, ein individuelles Diäthindernis, wenn ich das nicht mache, bleibt das ja auch nach meinem Diäterfolg weiter bestehen. Also dieser Risikofaktor, der sich so einfach aus dem Weg schaffen lassen würde, der ist dann wieder da und treibt das Gewicht wieder nach oben. Jetzt sprechen wir klar, dein Buch beschäftigt sich ja mit dem Thema Diät und dauerhaft abnehmen, aber ist es tatsächlich, weil Diät ist ja auch ganz oft in so einem negativen Blickwinkel, weil wir ja dann ganz oft auch eben diese Jojo-Effekte haben, das ganze Thema Diäten mit Verboten, Verzichten dann auch verbinden. Deswegen ist es für mich, also so einen strengen Diät halten, finde ich immer schwierig. Ich bin immer eher dafür zu sagen, also klar, es gibt einfach Menschen, die abnehmen wollen oder vielleicht auch müssen, weil es einfach auch unterschiedliche gesundheitliche Aspekte, was auch immer, da im Fokus steht hat. Aber wie stehst du so generell zu dem Thema Diät? Und ist es nicht eher wirklich nochmal irgendwo ansetzen, dass man einfach in ein anderes Mindset, Lebensgefühl hineinkommt, um Dinge in seinem Leben eben auch dauerhaft zu verändern und nicht nur diesen kurzen Fokus auf Abnehmen, Abnehmen, Abnehmen. Also du hast vorhin auch schon gesagt, hat ja auch ganz viel mit der Psyche natürlich zu tun. Und wie ist so deine Meinung zu dem Thema Diäten? Ja, du hast natürlich völlig recht und da bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe den Begriff Diät erwähnt. Man könnte auch sagen, eine gesündere Ernährung oder eine andere Ernährung. Und Diät, da gibt es ja ein ganz breites Spektrum. Diät ist ja nicht gleich Diät. Ich habe damit mal alles abgedeckt. Aber natürlich meine ich damit auch eher eine gesündere, ballaststoffreichere, Obst- und gemüsereichere Ernährung, die in der Regel dann auch ein paar Kalorien weniger hat, als wenn ich jetzt mich mit Fastfood und Fertiggerichten ernähre. Aber eine Diät, die für einige Wochen die Kalorienzufuhr also drastisch reduziert, die führt eben tatsächlich zu vielen Problemen und verändert auch den Stoffwechsel, verändert die Spiegel der Hungerhormone. Das weiß man auch aus Untersuchungen an den Teilnehmern dieser Abnehmshow The Biggest Loser. Die haben teilweise 5-6 Jahre nach dieser enormen Leistung, die haben ja teilweise 70, 80 Kilo innerhalb kürzester Zeit verloren, haben die Tag und Nacht erhöhte Spiegel an Hungerhormonen,
dem Hormon Ghrelin. Das heißt, die haben auch nachts Appetit, die können kaum diesem Appetit widerstehen. Normalerweise ist dieser Wert nachts niedrig, deshalb haben wir nachts keinen Hunger, auch wenn wir 10 Stunden nichts essen. Und das funktioniert, das passiert natürlich auch bei anderen strengen Diäten und deshalb halte ich davon nichts. Mhm. Und der Jojo-Effekt ist natürlich ein Grund, dass sich der Stoffwechsel verändert, aber ein anderer Grund ist eben auch für diesen Jojo-Effekt, dass sich eben die Gründe, die wieder zu der Gewichtszunahme führen, nehmen wir mal Licht im Schlafzimmer, das Mikrobiom und so weiter, hormonelle Veränderungen, dass ich die nicht vorher umgestellt habe und die dann eben einfach das Gewicht wieder nach oben bringen, solange ich daran nichts ändere. Also grundsätzlich auch eine langfristige Änderung der Lebensweise eigentlich, ne? Der Ernährung und Lebensweise. Ja, da gibt es auch eine sehr, sehr interessante Untersuchung und zwar zum Vitamin-D-Spiegel und Gewichtsreduktion. Und zwar hat man da Menschen mit Vitamin-D-Mangel, den hat man empfohlen, sich gesünder zu ernähren. Also nicht auf eine Diät gesetzt, sondern nur gesagt, ernährt euch ein bisschen gesünder, esst etwas mehr Obst und Gemüse. Und parallel dazu haben sie aber ein Vitamin-D-Präparat bekommen oder ein Placebo. Also es gab 3 Gruppen, eine hat ein Placebo bekommen, eine ein niedrig dosiertes Präparat, eine ein hochdosiertes Präparat. Und nach 3 Monaten hatte die Gruppe mit dem Placebo ungefähr 1 Kilo abgenommen. Also sind 300 Gramm im Monat. Das ist nicht so viel. Die Gruppe mit dem Niedrigdosierten, die hat knapp 4 Kilo abgenommen. Und die Gruppe mit dem hochdosierten Präparat, die hat um die 5 Kilo verloren. Also alleine eine Ernährungsumstellung plus Ausgleich eines Risikofaktors für Gewichtsprobleme, Vitamin-D-Mangel ist nämlich auch so ein Risikofaktor, hat dazu geführt, dass man mit einer gesünderen Ernährung ohne Verzicht, ohne Diät tatsächlich abgenommen hat. Ja, spannend. Und Vitamin D, genau, in deinem Buch ist ja auch das Thema Mikronährstoffe eben ein wichtiges Thema. Und das heißt, du rätst dann sowieso auch dazu, also zum einen vielleicht zu checken, wie so der Status quo ist, oder gibt es Mikronährstoffe, wo du sagst, die können wir bedenkenlos so oder so substituieren, weil wir davon in der Regel sowieso zu wenig haben? Ja, also interessanterweise haben viele Menschen mit Übergewicht einen großen Mikronährstoffmangel, also an vielen verschiedenen Mikronährstoffen. Und das hat 2 Gründe. Zum einen verteilen sich natürlich die aufgenommenen Mikronährstoffe im Fettgewebe. Das heißt, das ist ein Verdünnungseffekt. Dann habe ich in den Zellen, steht dann etwas weniger zur Verfügung. Und das andere ist eben, dass wenn ich viel esse, mich nicht automatisch gesund ernähre und eine kalorienreiche Ernährung nicht automatisch auch reich an bestimmten Mikronährstoffen ist. Im Idealfall lasse ich das mal testen, anstatt Mikronährstoffe jetzt mit der Gießkanne auszuschütten. Vitamin-D-Mangel ist aber tatsächlich weit verbreitet, nicht nur im Winter, sondern auch bei vielen Menschen im Sommer. Das hat unterschiedliche Gründe. Vitamin-D kann ich mit der Nahrung nur in geringer Menge zuführen, wenn ich nicht jeden Tag Fisch esse. Und viele Personen arbeiten auch im Sommer in geschlossenen Räumen. Das heißt, die sind vielleicht morgens und abends mal im Freien, können nicht so viel Vitamin D über die Haut bilden. Und wenn ich natürlich Lichtschutz verwende, aus Anti-Aging-Gründen, eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, dann müsste ich natürlich viel, viel länger mich in der Sonne aufhalten, um ausreichend Vitamin D zu bilden. Mhm. Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, mal zu schauen. Vitamin D hat ja nicht nur Effekte auf Gewicht und auf Knochen, sondern auch Immunsystem und andere Bereiche. Und da ist es schon interessant, mal den eigenen Vitamin-D-Spiegel zu kennen, um nicht überzudosieren, aber auch um nicht zu niedrig zu dosieren. Mhm, ja. Und in deinem Buch schreibst du auch über ich glaube, für einige ist es zumindest relativ neu, Resveratrol und Spermidin, die wiederum positiv auf eine Gewichtsregulation oder auch Abnahme wirken können. Vielleicht magst du da auch kurz drauf eingehen? Ja, also das sind Mittel,
die man als sozusagen als Fastenimitatoren auch bezeichnen kann. Mhm. Wenn wir fasten, Fasten ist eigentlich eine sehr, sehr gute Sache für unseren Körper, abgesehen davon, dass bei langem Fasten natürlich der Stoffwechsel sich verändert und wir eben diesen Jojo-Effekt dann bekommen können. Aber im Prinzip ist Fasten deshalb gut, weil unser Körper dann ein Recycling-Programm startet. Das heißt, es werden überalterte Gewebe abgebaut, Zellen werden abgebaut und die Stoffe, die da freigesetzt werden, können zur Regeneration von anderen Geweben verwendet werden. Also es ist eine Erneuerung des Körpers. Interessanterweise können diese Vorgänge, die nennt man Autophagie, die können auch durch bestimmte Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Spermidin oder auch Resveratrol und so weiter, ausgelöst werden. Und von daher empfehle ich oft eine Kombination von keinem strengen Fasten, aber so einem Intervallfasten, wo also die Zeit der Nahrungsaufnahme verkürzt ist, zum Beispiel auf 8 Stunden am Tag. Das heißt, ich esse in einem Zeitintervall von 8 Stunden und faste dann eben den Rest des Tages beziehungsweise der Nacht. Und dieses Fasten, dieses nächtliche Fasten, wenn ich 14 Stunden in der Nacht faste, dann werden schon diese Autophagie-Prozesse in Gang gesetzt. Und die kann ich natürlich unterstützen, wenn ich dann vor dem Einschlafen zum Beispiel Spermidin-Kapseln nehmen würde. Aber funktioniert tatsächlich auch mit Kaffee. Würde ich aber einen koffeinfreien Kaffee empfehlen oder einen koffeinfreien Espresso. Der setzt nämlich diese Vorgänge auch in Gang, stört aber dann eben nicht den Schlaf, weil der Schlaf ja auch wieder wichtig ist. Genau, ja, Wahnsinn. Es ist einfach so viel, also so interessant und so viel zu beachten. Also klar, ich glaube, am Ende muss man dann immer gucken, was passt zu einem selber, womit fühlt man sich auch wohl, was ist auch das persönliche Ziel, ne? Und aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant, auch was so wissenschaftlich dann da so immer wieder Neues hinzukommt und ja, was dann natürlich auch belegt ist und wo man dann einfach auch nochmal das ein oder andere für sich auch mitnehmen kann. Ja, es gibt im Buch gibt es ja auch eine Checkliste, da kann ich so ein bisschen schauen, ja, was würde mich denn betreffen. Und ich denke, am besten ist es erstmal die Sachen zu ändern, die sich ganz einfach umsetzen lassen. Also ich muss ja nicht gleich das ganz große Rad drehen, sondern manchmal sind es vielleicht Kleinigkeiten, an die ich bisher noch nie gedacht habe oder von denen ich auch noch nie gehört habe, die sich relativ einfach umsetzen lassen. Und dann ein bisschen die Ernährung umstellen, ein bisschen nährstoffreicher essen. Manchmal reicht das tatsächlich aus, um langfristig Gewicht zu reduzieren. Es muss nicht immer das dauerhafte, strenge Fasten sein oder die Diät. Genau. Ja, und über die Ernährung haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ich glaube aber, zum einen hast du da ja auch ganz viele Bücher mit Rezepten und auch hier in meiner Community finden sich ja auch ganz viele Rezepte. Und grundsätzlich kann man sagen, das, was, glaube ich, auch die meisten, die den Podcast hören, wissen, ist einfach den Pflanzenanteil hochhalten, ballaststoffreich essen, ne? viel Gemüse, Obst, Nüsse, Samen, komplexe Kohlenhydrate. Genau. Ja, genau. Also da nimmt man natürlich viele, also diese Nahrungsmittel, die füllen den Magen auch viel besser. Und dadurch werden natürlich wieder Sättigungshormone stärker ausgeschüttet. Und daneben natürlich auch viele Mikronährstoffe, die ich damit aufnehme und Pflanzenstoffe. Aber auch die Sättigung ist ja für viele Personen oder für viele Menschen ein großes Problem, dass sie einfach nicht satt sind. Und das kann man natürlich, wie du gerade beschrieben hast, mit Samen, mit Nüssen, mit Ballaststoffen, mit Pflanzenkost und so weiter, kann man das natürlich unwahrscheinlich gut unterstützen. Genau. Und tut ja dann auch wieder der unserem Darm gut und füttert unsere Darmbakterien. Also von daher ist es ja immer alles ein ganzer Kreislauf. Jetzt wollte ich noch so abschließend dich eine Sache fragen, und zwar, weil du auch darüber geschrieben hast im Buch, wie ticken unsere Fettzellen? Und du hast es auch vorhin angesprochen im Zusammenhang mit der Geschichte von The Biggest Loser, dass viele dann tatsächlich auch irgendwann unter ihrer Kalorienbilanz waren. Und die schon sehr niedrig war, also bei 5, 6 oder vielleicht 700 Kalorien am Tag. Und sie dann
darüber hinaus, also wenn sie halt nur ganz minimal darüber hinausgekommen sind, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, tatsächlich sogar schon zugenommen haben, obwohl das ja immer noch eigentlich viel zu wenig für das Gewicht in Bezug auf Größe, wie auch immer ist. Wie kommt es dazu? Weil das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir von der einen in die andere Crash-Diät vielleicht hineinschlittern, unser Stoffwechsel komplett durcheinander gewirbelt wird und der Körper eigentlich dann irgendwann anfängt zu bunkern. Ich habe es jetzt mal so ganz, ganz grob, aber du kannst es jetzt wahrscheinlich nochmal ganz gut für uns hier zusammenfassen bzw. auflösen. Ja, das ist so ein Notprogramm, was unser Körper dann einschaltet, weil natürlich in der meisten Zeit der menschlichen Evolution nicht Überfluss, sondern eher Mangel geherrscht hat. Und wenn ich faste, dann ist das natürlich für den Körper ein Signal, Achtung, jetzt könnte es gefährlich werden. Ich muss alles einschalten und alles aktivieren, damit ich nicht verhungere. Das heißt, der Stoffwechsel schaltet sich runter. Vor allem die Schilddrüse reduziert ihre Aktivität und produziert weniger aktive Schilddrüsenhormone. Man weiß, dass eben im Fasten, aber auch bei strengen Low-Carb-Ernährungen die Schilddrüsenfunktion zurückgeht. Das heißt, ich kann dann in der Folgezeit viel, viel schlechter abnehmen. Und die Fettzellen, die mal da waren, die wollen natürlich sich wieder füllen. Das ist natürlich das Problem, wenn ich mal starkes Übergewicht hatte, dass die immer wieder rufen, füll mich, füll mich. Und das machen die, indem sie eben Hormone ausschütten, vor allem Ghrelin, also ein Appetithormon, das unserem Körper signalisiert, du bist jetzt kurz vor dem Verhungern. Das stimmt natürlich nicht, solange ich noch im normalgewichtigen Bereich bin aber dieser Impuls, dieser archaische Impuls, der uns früher eben dann dazu gedrängt hat, jetzt muss ich aber auf die Jagd gehen oder Bären sammeln, der ist natürlich unwahrscheinlich stark und dem können wir nur ganz, ganz schlecht widerstehen. Und wenn ich jetzt abgenommen habe und das Gewicht halten möchte, dann ist natürlich wichtig, dass ich solche Faktoren versuche zu berücksichtigen. Also, dass ich die Schilddrüse untersuchen lasse, dass ich schauen lasse, ob Entzündungen da sind, weil das Fettgewebe eben auch Entzündungsbotenstoffe produziert und dadurch auch zu einer weiteren Füllung des Fettgewebes führt. Und ich muss diesem Hungerimpuls, dem muss ich zuvorkommen. Und ich kann es gibt verschiedene Sättigungshormone, die ich auf unterschiedliche Weise anregen kann. Also bestimmte Sättigungshormone werden angeregt, wenn der Magen stark gefüllt ist. Viel Flüssigkeit, viele Ballaststoffe, die aufquellen können. Cholezystokinin zum Beispiel. Andere werden dann produziert, wenn ich Fett esse. Und viele Diäten sind halt auch viel zu fettarm. Wenn ich zum Beispiel einen Löffel Olivenöl zu mir nehme, eine halbe Stunde vor dem Essen, dann habe ich weniger Hunger, weil eben diese Sättigungshormone produziert werden. Mhm. Oder bestimmte präbiotische Ballaststoffe. Also das kann ich auch eben machen, um diesen ganzen Stoffwechsel, diesen Hunger-Sättigungskreislauf, um den so ein bisschen zu umgehen. Mhm. Aber um nochmal auf den Biggest Loser zurückzukommen, diese ganz, ganz strengen Gewichtsreduktionen innerhalb von kurzer Zeit viel Gewicht zu verlieren, die sind auf der einen Seite nicht gesund und auf der anderen Seite fällt es tatsächlich anschließend enorm schwer, den Stoffwechsel wieder nach oben zu bringen, weil der Körper dadurch in eine Alarmsituation gekommen ist, dass er das nie wieder passieren soll und dass er deshalb Vorräte anlegt und diese auch entsprechend schützt und die dann eben auch nicht so einfach wieder zu verlieren sind. Also deshalb Crash-Diäten, strenge Diäten, lange Diäten besser meiden, lieber die Gewichtsreduktion auf lange Sicht anlegen, nicht die Bikini-Figur jetzt in 4 Wochen erzielen wollen, sondern sagen, ich möchte im nächsten Jahr 10 oder 11 Kilo weniger wiegen durch verschiedene Mechanismen. Ja. Kann man da, also gibt es da dann eine Möglichkeit, wenn man den Stoffwechsel mal einmal so runtergefahren hat oder durcheinander gebracht hat, dass man das dann nach und nach wieder aufbaut? Oder? Ist natürlich schwierig, aber sinnvoll ist es, erstmal nach der Schilddrüse schauen zu lassen, die ja bereits erwähnt wurde. Dann zu schauen, bei Männern zum Beispiel, aber auch bei Frauen, wie ist denn der Testosteronspiegel? Mit dem Alter geht er ja auch runter. Testosteron ist auch ein Hormon, was den Stoffwechsel anregt. Und manchmal
Wenn ich übergewichtig bin, dann produziert der Körper Substanzen, die das Testosteron abbauen, Aromatasen. Und die kann ich hemmen mit grünem Tee, mit Zink, mit Bewegung, mit Vitamin D. Also da kann ich auch mal schauen, ob das vielleicht ein Grund sein könnte. Bewegung ist wichtig. Ich kann zwar, wenn ich starkes Übergewicht habe, alleine mit Sport wirklich 20, 30 Kilo zu verlieren, ist schwierig, weil ich dann wirklich sehr, sehr viel mich bewegen müsste, was jemand, der untrainiert ist, kaum schafft. Mhm. Aber Muskelaufbau ist trotzdem enorm wichtig, weil eben die Muskeln auch in Ruhe dazu führen, dass der Stoffwechsel angeregt ist und ich mehr, mehr Kalorien verbrauche. Mhm. Ja. Ja. Vielen lieben Dank für diesen umfassenden Einblick. Also ich kann euch hier auch nochmal das Buch von Herzen empfehlen. Da ist wirklich nochmal alles ganz ausführlich auf, über 300 Seiten erklärt, inklusive Checkliste und auch Mikronährstoffe, die wir hier mal angerissen haben, Schilddrüse, Hormone, also gehört ja dazu und. Und ich könnte jetzt natürlich noch ewig weiter reden und fragen, aber vielleicht heben wir uns das nochmal für ein neues Podcast-Interview auf. Ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und habe ja immer noch eine Abschlussfrage an meine Podcast-Gäste. Und die frage ich dich jetzt auch gerne nochmal, wenn du auf dein Leben irgendwann mal zurückblickst. Und was würdest du sagen, waren so für dich die 3 Dinge, wenn man sie denn festmachen kann, für mehr Glück, Zufriedenheit und Gesundheit? Oh, schwierige Frage. Also ganz wichtig sind meine Kinder. Für mein Glück und meine Zufriedenheit muss ich sagen, das ist mir wirklich enorm wichtig. Ein zweiter Grund, der mich eigentlich zufrieden war, ist, dass ich mit meiner Berufswahl wirklich zufrieden bin, dass ich also das, was ich mache, unwahrscheinlich gerne mache. Und für meine Gesundheit, glaube ich, da habe ich zwar mein Leben lang eigentlich relativ, ich fange vielleicht nochmal an, oder? Ja, willst du die Frage nochmal stellen? Genau. Gesundheit, meinst du jetzt, was ich für meine Gesundheit mache oder was ich so für mich selbst tue, oder? Ja, was dir da... Okay. Gesundheit einfach mehr. Soll ich die Frage nochmal formulieren? Ja, bitte, genau. Genau. Ja, liebe Michaela, dann habe ich wie an all meine Podcast-Gäste immer noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn du irgendwann mal ganz, ganz lang später auf dein Leben zurückblickst, was würdest du sagen, sind so die 3 Dinge, die dir zu mehr Glück, Gesundheit und Zufriedenheit verholfen haben? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, meine Familie und vor allem natürlich meine Kinder, mein Mann, die haben mir durchaus zu viel Glück und Zufriedenheit verholfen. Und da freue ich mich immer noch drüber, dass ich die beiden habe. Nee, ich muss nochmal anders. Ich möchte schöner formulieren. Also ich kann ja einfach einsetzen. Genau, du kannst einfach anfangen, ja. Genau. Ja, also ich glaube, glücklich macht mich meine Familie, vor allem auch meine beiden Kinder. Das ist was ganz Tolles, was mich jeden Tag bereichert. Dann glaube ich, dass ich rückblickend sagen würde, dass meine Berufswahl richtig war und dass das, was ich mache beruflich, dass mir das auch wirklich viel Spaß bereitet und es nur wenige Tage gibt, an denen ich sage, oh, heute bitte nicht. Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Berufswahl, wirklich etwas zu machen, was einen begeistert. Und für meine Gesundheit, glaube ich, ist Sport immer sehr wichtig gewesen. Ich habe früher Langstreckenlauf gemacht, aber mache heute nur noch Sport so für mich privat, aber doch relativ regelmäßig. Und das Thema Ernährung hat mich schon immer interessiert und da versuche ich auch, mich gesund zu ernähren, aber nicht, ich halte mich nicht unbedingt sklavisch an alle Regeln. Also ich esse gerne auch mal Kuchen und Eis und auch mal irgendwelches Fastfood, aber eben nicht jeden Tag. Das macht dich doch noch sympathischer, dass es auch selbst bei dir als absolute Expertin auf dem Gebiet, dass du da total auch in Balance für dich einfach lebst und
dir die Dinge gönnst, auf die du Lust hast und einfach schaust, dass die Balance am Ende des Tages stimmt. Ja, mit diesen Worten möchte ich nochmal dir ganz, ganz herzlich danken für deine Zeit und natürlich auch allen, die hier jetzt zugehört haben. Wenn ihr Fragen noch habt zum Podcast, dann packe ich euch natürlich hier auch nochmal die Website direkt rein. Zu Professor Dr. Ax Gadamander findet ihr alle Bücher, alle Infos und du hast, glaube ich, sogar auch einen Blog, ne, mit Artikeln, die da genau hin und wieder erscheinen. Also auf jeden Fall große Empfehlung von mir. Und ja, ich freue mich, wenn wir nach wie vor in Kontakt bleiben und uns hoffentlich ganz, ganz bald wiederhören und sehen. Ja, gerne, auf jeden Fall. Freut mich auch. Und es hat mir wie immer viel Spaß mit dir gemacht. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Okay, wow, oder? Ich fand das Interview mit der lieben Dr. Ax Gadamann wahnsinnig spannend. Also wahnsinnig faszinierend, was heutzutage die Wissenschaft alles schon weiß über das Mikrobiom. Wobei, ja, man muss sagen, dass es ja auch wirklich noch ein ganz junges Feld aus wissenschaftlicher Sicht gesehen ist. Also von daher, da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Trotzdem können wir schon im Alltag super viel tun, um, ja, gerade wenn es um das Thema Gewicht, Regulation, Abnehmen und so weiter geht, um da eben auch für uns auf einer guten und gesunden Seite zu sein. Und ich kann dir die Bücher von der Dr. Ax Gadamann auf jeden Fall von Herzen empfehlen. Ich habe sie selber alle zu Hause, habe sie damals alle verschlungen. Es sind tolle Sachbücher und Ratgeber und die Links dazu findest du natürlich auch hier in den Shownotes, auch zu ihrer Website. Und sie hat auch eine Facebook-Gruppe, wo man zum Thema Mikrobiom, wo man ganz kostenlos sich einfach einloggen kann. Also klick dich sehr gerne für weitere Informationen hier auch nochmal zu den Links von der lieben Dr. Michaela Ax Gadamann. Und ansonsten möchte ich mich bei dir bedanken. Schön, dass du hier mit dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du der Folge auf iTunes oder Spotify deine Bewertung schenkst und vielleicht sogar eine positive Rezension hinterlässt, damit eben der Podcast hier noch weiter wachsen kann und ganz viele Menschen erreicht. In diesem Sinne sage ich schon mal ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass es dich gibt. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch ganz bald tatsächlich ganz in echt und live. Also wenn du zum Beispiel zu meinem Event kommen möchtest, den Holistic Health and Beauty Summit, den Natural Legal Summit am 5. November in Düsseldorf, dann ja, bin ich auf jeden Fall, freue ich mich sehr, dich da persönlich auch kennenzulernen. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen, bleib gesund, fühl dich umarmt und bis ganz bald, deine Alisa.